Hallo ihr Lieben, ich habe ein Startvideo für ein neues Rolling Project Pen und zwar diesmal wirklich ein Rolling Project Pen, denn da sind Produkte drin, die ich niemals schaffe in 3 Monaten leer zu machen. Und Rolling Project Pen heißt, dass dieses Projekt sich über das gesamte Jahr zieht. Wenn ein Produkt leer ist, dann wird ein neues dafür ins Platt machen, ins Project Pen rutschen. Genau, und ich freue mich da mega drauf. Ich hatte die letzten Jahre gar keinen Bock mehr drauf, so die letzten 2. Aber jetzt ist ein neuer Monat, ein neues Jahr und ich habe wieder Lust dazu. Ich hoffe einfach, dass meine lieben Mitstreiterinnen aus dem letzten Jahr auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Deswegen verlinke ich sie euch in die Infobox. Wenn sie dann am Ende sagen, nö, ich habe keine Lust mehr, dann ist das so. Aber im letzten Jahr waren sie dabei und es hat super Spaß gemacht. Habe auch immer mal wieder in die Videos der Mädels hineingeschaut. Und das ist es halt auch. Ne? Man sieht, ich persönlich finde es total toll, wenn ich bei mir einen Fortschritt sehe, wenn was leer geht und nicht immer nur gekauft, gekauft, gekauft wird. Was nicht bedeutet, dass ich nicht weiter kaufe. Es kommen auch Sachen bei mir an. Und das macht auch Spaß, neue Dinge zu testen. Aber wenn man Dinge mag, ich rede tatsächlich bewusst von Dingen, die man mag, und die Produkte werden schlecht, weil man so viel Zeug hat oder vielleicht die guten Produkte schont, ist das einfach super, super schade. Das bedeutet, man nimmt sich ein paar Produkte, um das Rolling Project Pen zu erklären, man nimmt sich ein paar Produkte, wiegt die ab, zum Beispiel mit dieser wunderbaren Escher Taschenwaage, denn man sieht keinen Fortschritt. Wenn man einen Highlighter oder einen Lidschatten dabei hat, den ich jetzt nicht habe, aber einen Highlighter oder einen Blush, sieht man den, wenn man die Produkte auf eine Haushaltswaage legt, sieht man den Fortschritt nicht. Und die sind auch nicht so genau. Die hier, die wiegt nichts, kostet nichts. Das ist die Escher Taschenwaage, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Also da findet ihr alles. In meiner Amazon Storefront findet ihr alle Produkte, die ich gut finde oder die mich interessieren, die ich spannend finde, die ich gerne hätte. Und diese Waage misst Grammzahlen bis 0,01, also zwei Stellen nach dem Komma misst die tatsächlich auch den Fortschritt. Und das ist für mich etwas, das super wichtig ist, weil ich möchte motiviert bleiben. Wenn ich sehe, da passiert gar nichts, dann macht mir das keinen Spaß. Im letzten Jahr hatte ich zum Jahresende ein Project 10 Pen und habe da auch erfolgreich auf jeden Fall über die Hälfte leer gemacht. Und das Rolling Project 10 Pen werden auch wieder 10 Produkte sein. Ich möchte, dass das ganze Jahr immer 10 Produkte dabei sind. Und ich versuche, mich nicht zu überfordern, indem ich zu viele reinnehme, weil oder halt auch Produkte, die nie leer werden. Und da habe ich schon 2 dabei, da ist das schon eine echte Herausforderung. Aber ich fange mal an. Ich habe natürlich vorher alles abgewogen, jetzt nicht vorher fotografiert, das wäre irgendwie albern gewesen, weil ich blende euch dann ja die Bilder ein. Ich habe mir alles in mein wunderbares Büchlein hier notiert und starte mal durch und erkläre euch natürlich auch, warum ich die Produkte mit reinnehme. Also einmal habe ich hier diese wunderbare Augencreme von Tarte. Das ist der Maracuja Sea Brightener. Der war mal in einem Tiegel. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt grundsätzlich in dem Tübchen ist. Und ich liebe diese Augencreme, benutze sie aber nie. Einmal natürlich, weil sie in der falschen Schublade liegt und weil ich meine Dalton Q10 und Extreme Lift Augencremes so großartig finde. Aber die hier ist auch wirklich gut und ich möchte nicht, dass sie mir kippt und sie ist eigentlich auch schon viel zu lange offen. Hier steht 6 Monate nach dem Öffnen. Ich glaube, ich habe sie schon 1 Jahr. Und es wäre einfach schade. Jetzt geht man dann natürlich nicht mit dem Finger in den Tiegel, sondern ihr habt hier diese Tülle. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht ganz so kritisch und ich möchte sie gerne leer machen. Und warum die kleine Größe? Damit ich auch schnell einen Erfolg sehe. Zwischendurch, also wenn man dann 2-3 Monate keinen Erfolg sieht, nichts leer wird, finde ich es auch irgendwie schade. Genau, deswegen habe ich als erstes Pflegeprodukt den Maracuja Sea Brighter oder Brightener? Brighter von Tarte mit drin, mit einem Startgewicht von 8,22 Gramm. Und die Gewichte sind natürlich mit der Verpackung. Wenn das Produkt leer ist, sieht man, wie viel man aufgebraucht hat, weil ja nur die Verpackung über ist. Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Als nächstes Produkt nehme ich mit rein von Beauty Mates, den Selbstbräuner. Ich habe vor kurzem einen neuen Selbstbräuner für mich entdeckt. Und zwar, natürlich ist der von Saint-Tropez richtig, richtig toll. Aus dieser Glow-Serie, das Sprühprodukt fürs Gesicht. Obwohl der Sprühkopf wirklich der allerletzte Mist ist, da machen wir uns nichts vor.
Aber der Selbstbräuner von Typology, oh mein Gott, der ist so gut. Von daher möchte ich den eigentlich exklusiv benutzen, aber ich möchte das hier natürlich leer machen. Es ist trotzdem ein schönes Produkt. Es ist auch nicht mehr super viel drin. Von Beauty Mates der Selbstbräuner Booster, hochkonzentriert mit DHA und Vitamin E. Startet mit 64,73 Gramm. Auch von Beauty Mates kommt mit ins Projekt der Augenlifting Booster, weil ich den auch ständig vergesse und es eigentlich ein echt schönes Produkt ist. Und zwar ist der mit Phytokomplex und Vitamin B3. Hier ist noch deutlich mehr drin als in dem Selbstbräuner Booster. Der hat noch 75,59 Gramm, also 11 Gramm mehr. Und ich glaube, also ich sehe auch, dass hier viel Produkt drin ist. Das Fläschchen ist nicht 100% blickdicht und gegen das Licht gehalten, sieht man, dass da noch so einiges drin ist. Das nächste, was ich mit ins Projekt nehme, ist von Dalton. Einfach auch, weil ich das Produkt ständig vergesse und es ist auch schon viel zu lange offen. Das sind die Classic Clean AHA Glow Refine Daily Peeling Pads mit AHA 4%. Ich vergesse die ständig und ich weiß, dass die meine Haut gut tun. Ja, jetzt habe ich so runtergeworfen. Das war nicht so klug. Ihr habt halt diese einzelnen Pads und ja, ich werde einfach nachher einen benutzen. Dann ist das nicht so schlimm, dass ich den jetzt einpacke und es ist AHA drin, also nicht, auch mit 4% nicht niedrig dosiert, aber schon ein bisschen sanfter als so andere Peeling Solutions. Und ich möchte es gerne aufbrauchen. Ich möchte nicht, dass das schlecht wird. Das ist einfach ein zu schönes Produkt, das ich halt leider nur immer wieder vergesse zu benutzen. Und das startet, wie gesagt, mit 42,45 Gramm. Und das nächste Produkt ist auch von Dalton und zwar ist es das Vitamin C Serum mit 15% Vitamin C. Ihr seht auch, da ist noch richtig viel drin, also eine Herausforderung. Hat 76,87 Gramm. Ich liebe das Retinol. Ich liebe das Hyaluron, also die Booster, diese Serien, die sind so, so, so gut. High Concentrates, richtig, richtig toll. Die machen so viel Gutes mit der Haut. Also meine Haut sah noch nie so schön aus wie die letzten 2 Jahre. Das ist einfach so. Das Vitamin C mit stimulierendem Plankton, Ferulasäure, Age Prevention macht, dass die Haut schön strahlt. Ich vergesse es nur immer, weil das so ein Produkt ist, das ich dann doch eher morgens verwende. Und genau, das vergesse ich leider viel zu häufig, obwohl es meiner Haut so gut tut. Und die möchte ich auch gerne, dieses Produkt möchte ich auch super gerne aufbrauchen. 76,87 Gramm. Jetzt kommen wir zu dekorativen Kosmetik und da starten wir mit einem Nagellack von Nails Inc. Be Your Incredible Self mit der Farbe St. James. Das ist so ein schöner, bäriger Pinkton, also schon rötlich pink. Sehr, sehr schön. Als wäre nicht jeder Pinkton irgendwie rötlich. Startet mit 65,04 Gramm, das ist ein schwerer Tiegel, aber ihr seht auch, also hier ist noch nicht so super viel raus. Und ich werde, das werdet ihr auch sehen in den nächsten Tagen und Wochen, werde ich Produkte ausmisten. Das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich wirklich nur noch die Dinge behalte, die ich wirklich auch nutze. Es macht keinen Sinn, es zu behalten, nur damit man was zum Zeigen hat. Das nächste ist dieser Gloss. Genau, den habe ich jetzt auch ewig in der Schublade liegen. Und nie benutzt, das ist der Fenty Glow, aber mit Glitzer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich habe den auch jetzt auf den Lippen. Ich habe den nicht benutzt, weil ich dachte, der ist mir echt zu krass orange, aber auf den Lippen ist der gar nicht so heftig. Also man sieht ihn, ne? Ist jetzt kein klarer Gloss. Man sieht ihn, aber er ist wirklich, wirklich schön. Und deswegen möchte ich ihn jetzt aufbrauchen, er ist neu, ich habe ihn heute das erste Mal benutzt. Und der startet mit 24,72 Gramm. Ein wunderbares Produkt. Die Fenty Gloss sind sowieso super schön. Dann aus meinem letzten Rolling Project Pen rollt quasi rüber das Tinted Serum von Catrice in dieser super hellen Farbe. Weil wenn ich die jetzt nicht im Winter aufbrauche, werde ich sie nie aufbrauchen. In der Farbe 010N, also neutral. Ihr seht, sie ist schon hell. Aber mit Bronzer jetzt in meiner hellsten Hautzeit geht das schon. Also das geht schon, aber man muss schon ein bisschen mit Bronzer arbeiten und ein bisschen mit Puder und nicht zu viel davon nehmen. Das geht völlig klar. Ein schönes Produkt. Silikone sind drin, also es ist nicht so toll wie das Typology-Produkt, aber es ist schon ein schönes Produkt. Das kann ich nicht anders sagen. 113,16 Gramm im Übrigen.
Dann habe ich mir zwei sehr herausfordernde Produkte rausgesucht. Und zwar ein Blush. Und zwar dieser wunderbare Blush von Huda Beauty. Ja, bei Huda Beauty. In der Farbe 01 Healthy Peach. Ich finde den so schön. Und da kann man sich nicht mit overblushen. Also der ist so schön hell. Ich gucke mal, ob man das sehen kann. Schön hell. Seht ihr das? Wirklich ein richtig, richtig schöner Blush. Und im Sommer wird man ihn auf meinem Gesicht nicht sehen, weil ich dann zu braun bin, obwohl ich natürlich super braun nie werde. Aber genau, den nehme ich mit rein und der startet mit 34,64 Gramm. Und als letztes, auch eine echte Herausforderung, der Mary Luminizer Highlighter, einfach weil der 1000 Jahre alt ist. Vielleicht muss er auch mal ersetzt werden, ich weiß es nicht, aber funktioniert immer noch so schön. Und es ist so ein toller, toller Highlighter. Ich liebe den immer noch sehr, weil der, man kann ihn dezent tragen. Dezent tragen, aber man kann den auch aufbauen, dass der wirklich richtig knallt. Und was ich schön finde ist, trotz meiner alternden Haut, die Krähenfüße werden nicht betont, der kriecht nicht irgendwie blöd, es ist einfach ein traumhafter Highlighter nach wie vor. Ihr seht, der hat einen riesen Hit the Pen, aber ich weiß nicht, ob ihr erkennen könnt. Die Seiten sind aber auch noch sehr dick. Also hier ist schon noch sehr, sehr viel Produkt drin. Und der startet mit 41,04 Gramm ins Projekt. Ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffe, den in diesem Jahr aufzubrauchen. Ja, habt ihr euch auch vorgenommen, dass ihr in diesem Jahr ein paar Sachen aufbraucht? Oder und allgemein, was steht auf eurer Wunschliste? Das würde mich auch mal mega interessieren. Habt ihr so Produkte, bei denen ihr sagt, die möchte ich dieses Jahr unbedingt ausprobieren? Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, das steht jetzt definitiv drauf, darum möchte ich mich kümmern? Oder sagt ihr auch, ich habe so viel Zeug, das muss ich auch erstmal alles aufbrauchen. So wie das bei mir ja zwischendurch war. Und wie gesagt, ich werde jetzt eine Reihe machen, wo ich tatsächlich nach und nach alle Kategorien durchgehe und ausmiste, was ich nicht verwende. Da hoffe ich, werde ich etwas rigoroser sein. Aber für dieses Video soll es das jetzt gewesen sein. Wenn ihr selbst YouTuber seid und Bock habt, euch an diesem Projekt zu beteiligen und Teil der Penning Sisters zu sein, dann schreibt mir das in die Kommentare und es gibt keine Regeln. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Wenn ihr euch 5 Produkte raussucht, nehmt 5 Produkte raus. Wenn ihr sagt, ich habe hier 20 Proben, die ich aufbrauchen muss, dann nehmt die 20 Proben. Es ist völlig egal. Das Einzige, was schön wäre, ist halt Updates zu filmen, spätestens nach dem zweiten Monat, damit man einfach so ein bisschen auch sieht, dass man daran beteiligt ist und nicht einfach nur Werbung für einen anderen Kanal macht. Weil wie gesagt, die Mädels, die dabei waren im letzten Jahr, die verlinke ich euch in die Infobox. Schaut da gerne vorbei, sind alle wunderbar. Und genau, aber sonst gibt es keine Regeln. Macht einfach mit, wenn ihr Bock drauf habt. In diesem Sinne, das war's mit meinem Startvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst ein Abo und läutet das Glöckchen, wenn ihr informiert sein möchtet, wenn ein neues Video von mir online geht. Ist ja schließlich auch kostenlos. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao ihr Lieben. Tschüss.